Warte mal, ein Segel. Wir bräuchten 20 Palmblätter insgesamt und 3 Stoff. Ja, ich habe hier gerade ein Problem. Ich komme nicht mehr hoch, weil ich hungrig bin und dadurch nicht mehr sprinten kann. Versuch's. Ja, geht nicht. Hey Leute, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir spielen heute für euch eine weitere Runde Raft. Wieder am Start. Willkommen. Oh, sorry. Alles gut. Wieder am Start ist der Phil und ich, der Good Time Bro oder auch Alex genannt. Ja, und es ist schon wieder Nacht geworden. Wir haben aber leider noch keine Betten, dass wir irgendwie die Nacht so mal überspringen könnten. Das heißt, wir spielen jetzt halt einfach bei Mondschein und versuchen vielleicht mal so schnell wie möglich dann irgendwann auch Betten zu bauen. Was braucht man denn für Betten aktuell? Keine Ahnung. Ja gut, warte. 10 Palmblätter, 6 Planken, 4 Kunststoff und 3 Nägel. Ah. So, Nägel können wir aus Schrott herstellen. Und zwar immer aus 2 Schrott, 3 Nägel. Man kriegt immer 3 Nägel, super. Okay, ich habe ein Bett tatsächlich. Echt cool, ich auch. Okay, nice. Müssen wir nur gucken, wie wir das machen. Leg meins jetzt einfach mal hier hin. Du kannst deins irgendwo auch so hinlegen, dass es passt. Das ist so, aber warte, ich leg mich jetzt auch mal mit hin. Ja. Ja, guck. Siehst du, so schnell geht's. Das war echt ein rabiates Hinlegen, also mit Anschwung irgendwie, ne? Zumindest ja, sieht es so aus. Ja, deswegen ist es ja weich. Voll weich. Oh, ich wünschte, ich hätte auch so ein Bett. Mit so einem Kanisterkissen. Du musst aber tatsächlich auch mal gucken. Wegen deinem Hunger und Trinken. Weil du natürlich über die Nacht auch verbrauchst. Ja, ich sehe schon, die Nahrung ist ordentlich runtergegangen. Genau. Sag mal, hatte ich letzte Folge nicht noch eine Angel irgendwie? Kann sein, dass sie kaputt gegangen ist. Ja, womöglich. Müsste es nur gerade mal kurz schauen. Genau, rohe Rübe pflanzen. Du machst eine. Du musst die Pflanzen dann auch gießen. Mit Süßwasser dann bestimmt auch, ne? Ja, ich glaube, ich habe gerade Salzwasser getrunken, aus Versehen. So, ich schnapp mir gerade mal kurz das Fass da drüben. Beziehungsweise ich versuche mal noch ein bisschen was mitzubekommen. Also du kannst auch mehrere Sachen auf einmal dann einsammeln, wenn du mit dem Haken da durchschwingst. Das habe ich auch schon beim Zurückziehen. Ja. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen aktuell wegen dem Nahrungszustand. Ja, ich angel gerade mal ein bisschen. Vielleicht haben wir ja Glück. Hast du noch ein paar Palmenwedel? Oh. Gleich, Moment. Ja. Ich habe einen. Das ist... Oh, warte. Ist der kaputt gegangen? Nee, ist er nicht. Das sah so aus, als ob er auf dem Bauch liegen würde. War er aber definitiv nicht. Oh Gott, ich komme hier überhaupt nicht mehr raus, weil ich mich nicht mehr schnell genug bewegen kann. Wegen der Ausdauer? Oh nein. Oh, genau. Ah, Hilfe. Ich bin auch wieder reingeflogen. Du hast auch Hunger, oder? Ja, ich bin kurz über den Balken, also... Okay, dann pass auf. Ich nehme mir gerade mal eine gegarte Rübe, lege eine wieder drunter, weil ich bin kurz vor dem Hungertod. Ja. Dass ich wenigstens mal wieder über den Strich drüber komme. Genau. Und dann angle ich jetzt einfach nochmal schnell. Ich habe noch... ich habe noch 3 Kartoffeln. Die kannst du theoretisch dann auch entweder auf den Grill packen oder wir schauen mal nach einem Beet oder so, dass wir die da auch einpflanzen können. Ja, stimmt. Letzte Folge hat ja geendet, dass ich hier noch so eine Kiste platziert habe. Dort habe ich jetzt die großen Fische reingepackt, die wir noch nicht benutzen können. Ja. Also zumindest zubereiten können. Sammel du einfach mal irgendwie alles ein oder so, was da so vorbeikommt. Genau, das versuche ich. Ich versuche mir ein Seil... Ja, super. Jetzt konnte ich mir endlich eine Angelroute wiederherstellen. Wir können dann auch mal schauen, dass wir vielleicht so ein Netz bauen. Wenn wir das schon können, muss ich gleich mal nachschauen, dass die Sachen auch so ein bisschen automatisch halt eingesammelt werden. Bleiben die dann hängen, ja? Die bleiben dann hängen, genau. Ah, okay. So, ich habe schon wieder Hunger. Unendlich viele Sachen?
Die nee, denn? Nee. Ja, okay. Wie sieht's denn bei dir mit dem Hunger aus? Ganz schlecht. Ganz schlecht? Ganz schlecht. Okay. Hey, da hinten ist eine Insel? Nee. Ein Floß. Das sind eigentlich gute Sachen, aber wir haben noch kein Segel. Hey. Warte mal, ein Segel. Wir bräuchten 20 Palmblätter insgesamt und 3 Stoff. Ja, ich habe hier gerade ein Problem. Ich komme nicht mehr hoch, weil ich hungrig bin und dadurch nicht mehr sprinten kann. Versuch's. Ja, geht nicht. Oh, nice. Alles klar. Okay. Das ist echt unangenehm. Wow. So, pass mal auf. Wie machen wir das jetzt hier? Ich mach mal hier so ein bisschen einen Schutz hin, weil der Hai, der knabbert immer nur am äußersten Rand, wenn er dann das Bett wegfrisst. Ist halt irgendwie ein bisschen ärgerlich. Ich hab den Fisch geklaut, aber oh. Alles gut. Ich hätte hier auch noch einen. Nee, ist. Ich hab mir dafür deine rote Beere geklaut. Okay. Wir müssen immer mal wieder dann Holz drunter legen. So, die Sachen, die spawnen natürlich jetzt auch immer weiter aus. Ne? Also je breiter dein Floß wird, desto weiter spawnen die Sachen auch weg, leider. Das ist... So, lass mich gerade mal gucken. Also wie gesagt, 20 Palmblätter bräuchten wir und Schrott noch. Und dann gucken wir mal nach dem Netz, aber ich glaube, das muss ich mit dem Hammer machen. Es ist gar nicht so leicht, alles im Auge zu behalten. Mit dem Durst, mit der Nahrung und so. Dann noch die Sachen, die hier rumschwimmen. Nee, warte, wo war das denn? Lass mich gerade mal gucken. Ich glaube, wir können uns das tatsächlich noch gar nicht bauen. Das Netz? Guck mal. Genau. Wir brauchen wahrscheinlich erst die Forschungsstation. Also da bräuchten wir dann 14 Planken dafür. Und auch noch Schrott. Das heißt, ich sammle jetzt einfach mal die ganze Zeit alles auf. Ja. Dann ist überlegen, ob wir erst ein Segel bauen. Warte mal. Segel. Genau. Dafür brauchen wir halt auch ganz viele Palmblätter. Wenn du mir 5 Stück gibst, dann kann ich eins bauen. Warte mal, 2 habe ich. Jetzt habe ich 5. Bitteschön. Danke. Oh wow. Hast du das Bett gerade abgebaut? Genau, ich wollte das eher mittig platzieren. Ja, nee, alles gut. Nur weil ich gerade in dem Moment habe ich die Sachen dahin geworfen und ich dachte irgendwie, das ist kaputt gegangen, weil ich was draufgeschmissen habe. Nee, das was, hat zum was Glück eigentlich geklappt. Nicht passieren sollte, aber man weiß ja nie, ne? Ja. Ja, komm, hör halt auf. Komm, weg. Das ist unser Moment. Okay, nee, doch nicht. Ich habe mir ja auch einen Speer gebastelt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Meinst du, wir kommen noch zu dem... Nee. Zu dem Fluss da hinten? Nee, das ist... also ich meine, du kannst es versuchen, aber wir schwimmen. Also wir fahren halt irgendwie gegen den Wind so ein bisschen. Du bremst dann eher. In mir ist ein guter Seefahrer verloren gegangen. Wir kommen doch mehr. Nicht. Ja, aber nur ganz, ganz langsam. Das rentiert sich meistens nicht. Weil das Problem ist halt auch, dass wir jetzt nicht mehr an den Sachen dran sind, ne, die hier so vorbeischwimmen. Oh. Also die spawnen dann irgendwann neu, aber die werden halt jedes Mal quasi neu gespawnt, da wo du gerade bist, dass sie so in einer geraden Linie zu dir schwimmen. Okay. Und wenn du schräg fährst, spawnen die immer wieder da, wo du dann später nicht bist, bis sie bei dir sind. Alles klar, also schlagen wir wieder um, ja? Die Segel. Ja, wir machen es einfach zu. Und dann macht das Meer das wieder von alleine. So, was haben wir noch hier? Roher Hering. Können wir da noch einmal draufpacken? Nee, können wir leider nicht. Dann wässer ich wenigstens gleich mal. Wir müssen, glaube ich, den Schuh dann mal umstellen. Kriegt er da kein Licht ab? Doch, aber du hast nebendran auch noch den Trigger, sag ich mal, für die Planke. Das, also diese Menüaufforderung halt, ne? Oh nein. Kann ich mal den Hammer haben, bitte? Kannst du hier mal bitte... Jawohl. An dieser Stelle bin ich 10-mal runtergefallen, gefühlt. So, guck mal, wir machen das einfach mal so, dass wir hier insgesamt ein bisschen mehr Platz haben. Ja. So, und für die Forschungsstation, wie gesagt, bräuchten wir noch Schrott.
Hab ich? Einen habe ich schon. Okay, und 12 Planken. 12 Planken. Die sollten wir dann demnächst noch kriegen. Achso, hast du schon alles? Habe ich, ja. Das ist natürlich praktisch. Dann machen wir mal die Forschungsstation. Die stellen wir jetzt einfach mal. So, hier hin. Was hast du da jetzt noch hingelegt? Achso, noch mehr Planken. Genau. Achso, du hattest schon genug? Genau, ja. Aber ich nehme die jetzt trotzdem einfach mal, ganz frech. Weil du musst teilweise Planken opfern, um dann Sachen freizuschalten. Also du musst quasi Grundmaterialien reinziehen. Du kannst das gleich mal anschauen. Moment. Du hast ein Buch, da siehst du die Gegenstände, die du erforschen kannst. Wo war das? Auf G? Nein, hier rechts für den Tisch. Achso, oh. Den kannst du benutzen. Und da siehst du die Sachen, die du erforschen kannst. Und nebendran, was du für eine Grundzutat, sag ich mal, erforschen musst. Oder welche du da reinlegen musst. Ach so, und du machst das quasi für mich mit. So, das bedeutet, ich kann da jetzt Plastikmüll reinpacken? Genau, dann klickst du auf Erforschen und dann sind Rezepte freigeschaltet, die jetzt... Tisch genau, und zum Beispiel Speer. Tisch. Ja. Ah, super. Ah ne, Steinpfeil, nicht Speer. Ja. Glas. Oh Gott. Ja, für Glas müssten wir Sand brennen. Aber dafür müssten wir erstmal zu einer Insel kommen. Trophäenblätter. Hier, jetzt habe ich noch eine Blaupause. Empfänger. Geht das, auch da rein? Gut. Die Blaupause für den Empfänger, entweder kannst du das so lernen, also benutzen, oder wir müssen es später noch irgendwo anders dazu packen. Dort steht auf erforscht auf jeden Fall. Okay, dann packe ich das erstmal hier. Ja, pack mal kurz die Kiste, dann schaue ich mir das auch nochmal kurz an. Kann in der Forschungstabelle erlernt werden. Nein, nicht wegschmeißen. Haben wir eigentlich im Buch irgendeinen neuen Eintrag? Nee. Vogelscheuche und Stuhl. Oh, der Stuhl wird bestimmt sehr wichtig sein im weiteren Spielverlauf. Warte mal, ich versuche das jetzt trotzdem gerade mal. Es ist aber schon erforscht. Gut, dann du kriegst manchmal Sachen auch einfach doppelt. Das kann durchaus sein. Ich schaue jetzt gerade mal, ob wir ihn theoretisch bauen könnten. Warte mal, wo wäre der denn? Mit das aber nirgends. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen, aber das finden wir noch raus. Alles klar. Warte, hier, der knabbert schon wieder? Ja, ja. Der ist gleich wieder weg. Müsste der nicht langsam mal irgendwie erledigt sein? Das dauert eine Weile. Das Segel kannst du auch auslassen, also du hast jetzt irgendwas entdeckt, ne? Also wir treiben ja ganz normal. Treiben wir trotzdem vorwärts. Ja, alles klar. Dass wir die Route auch beibehalten, die wir gerade nehmen. So, die See wird schon wieder ein bisschen rauer, aber da drüben kommen wir, glaube ich. Nee. Gibt dann später auch noch verbesserte Haken, die dann ein bisschen weiter fliegen können. Für die Angel? Für die Angel glaube ich sogar auch, aber auch für diesen Haken, mit dem du Zeugs. Ach so, alles klar, kannst. Ja. So, aber das haben wir schon erforscht. Aber trotzdem mit dem Bauplan. Ja, keine Ahnung, müssen wir nochmal gucken. Also da kommen wir später auf jeden Fall noch dann hin. So, ich nehme jetzt gerade mal das Süßwasser. Die Pflanze hast du schon gewässert, ne? Nee. Nicht? Okay, ich konnte zumindest gerade nicht wässern. Vielleicht. Aber sie scheint auch zu wachsen. Ja, vielleicht braucht man das nur einmal pro Tag oder so. Ich weiß nicht, ob das bei, wenn du eine neue Pflanze einsetzt, nicht sogar zurückgesetzt wird. Aber wir könnten natürlich auch noch eine kleine Anbaufläche dann irgendwann bauen. Stimmt. Da haben wir dann ein bisschen mehr Platz noch. Paddel, bringt der Paddel etwas? Ja, wenn du irgendwo an der Insel festhängst und dich wieder abstoßen willst, dann kannst du das Floß quasi so ein bisschen wegstoßen. Aber also hinpaddeln geht doch bestimmt auch, oder? Ja, aber nur schlecht, also schwer. Oh nein. Also dafür ist das Segel tatsächlich besser geeignet. Alles klar. So, ich
traue mich eigentlich gerade gar nicht zu schlafen, weil ich noch Hunger habe. Oh, ich habe jetzt gerade einen Fisch gegessen. Oh, nö, mach mal. Aber ich habe noch mehr. Ich angel noch mal schnell. Ja, ich auch noch einmal. Und dann können wir uns auch gerne noch mal hinlegen, dass es wieder Tag wird. Wie atmosphärisch jetzt, wo der Mond aufgeht. Das schon, aber man sieht ihn gar nicht so gut, weil es halt extrem regnet gerade, ne? Ja, das stimmt. So, also wegen mir können wir dann schlafen? Ja, sofort. Sobald ich die Angel eingeholt habe, können wir direkt ins Bett. Na? Alles klar. Das wollen wir nicht, ne? So. Es ist ein Wels geworden. Den können wir eh nicht zubereiten, leider. Ja, das stimmt, der ist noch zu groß. Da müssen wir dann irgendwann den großen Grill halt mal erforschen oder mal so irgendwie bekommen. Hier ist ein Fisch, falls du Hunger hast. Gerade geht's. Ich schau's nochmal kurz wegen dem Netz. Da brauchen wir einfach nur noch ein Seil. So, und damit können wir einmal einen Teppich lernen und das Netz lernen. Ja. Ich wurde gerade wieder vom... Was, vom Hai? Nee, vom Wellengang ins Wasser gestoßen. Ach so. Okay, links ist eine Insel. Ja, genau, geradezu. Ja, könnten wir probieren. Die ist halt schon weit weg. Aber wir können, ja. Genau, wir können es mal probieren. Aber wir müssen... Warte mal, noch ein bisschen weiter. Gibt es da irgendwie links, eine besondere Wichtigkeit? Also sind die Rüben wichtiger als die Kartoffeln oder so? Nee, eigentlich nicht. Alles klar, also ist egal, was ich da einpflanze. Im Endeffekt schon, ja. Kann es natürlich sein, dass wir extrem langsam werden, weil wir quasi ja quer rüberfahren, so ein bisschen gegen die Strömung. Das ist okay. Ja, gut, so lang kriegen wir halt nichts mehr, ne? Also. Aber vielleicht kriegen wir dann die erste Insel. Vielleicht kriegen wir dann die erste Insel endlich erforscht. Wenn wir da was nutzen können, und zwar. Warte mal, eine Axt. Die müsste hier auch irgendwo drin sein. Da ist eine Axt. Schrott und Bolzen. Für Bolzen brauchen wir aber wieder. Die müssen wir, glaube ich, aus Metall herstellen. Hey, Hilfe! Das ist ja auch fies mit den mit den Löwen. Ja. Die werden später bestimmt richtig lästig, oder? Ja, es geht. Du kannst auch tatsächlich Nester dann aufbauen später mal. Dass sie da nisten. Hi? Ja. Der ist echt hartnäckig. Oh, Land in Sicht. Okay, das war schon wieder Salzwasser. Warum auch immer ich Salzwasser in der Tasse hatte. Bauen wir jetzt gerade mal schnell die Kartoffeln und legen dann nochmal eine Rübe rein. Ja. Ich gehe zur Insel. Okay, der. Ja, ich fahre einfach erstmal hin. Der Hai hat mich angeknabbert. Versucht dann das Floß mal so ein bisschen zu blockieren. Mit einer Axt hätte man wahrscheinlich hier die Bäume schön abpacken können, ne? Genau, richtig. Ja. So, also wir haben nicht viel Zeit. Irgendwie finde ich nur Blumen. Oh, Wassermelone! Das ist bestimmt cool, oder? Die sind auch ganz gut, ja. Die kannst du vor allen Dingen gut essen. Und was haben wir noch hier? Ah shit, die Mangos kann man auch nicht pflücken. Da brauchen wir auch dann die Axt schon dafür. Und unser Boot driftet langsam weg, ne? Obwohl das Segel voll in die Richtung von der Insel gerichtet ist. Komm mal. Schau jetzt mal kurz unter Wasser. Wurde das auch nicht. Nichts zu sehen. Wir bräuchten so ein Eilockmittel oder so.
Den Haiköder, den gibt's. Den kannst du bauen. Dann frisst er tatsächlich seine Weile dran rum. Aber auch, keine Ahnung, vielleicht 30 Sekunden oder so. Und dann kommt er wieder. Stimmt, Haiköder bei Werkzeugen. Rohe Seebrasse und roher Hering. Na gut, dass du sagst. Flanken. So, wo ist das Fass hin? Ja, das, das treibt sich irgendwie unterm Fluss lang. So, ein Sammelnetz. Nehmen wir noch ein paar Planken und ein bisschen Pflanzen, ein paar Palmblätter. Ich habe ein Palmblatt. Da hinten ist noch etwas, also... Ja, das ist ein Floß, da können wir hin, da gibt's dann... Ja, mal ganz interessante Sachen zum Angucken. Piratenschätze. Nee. So cool ist es dann nicht. Aber es ist schon nicht schlecht. Kann man auf so etwas wie ein Schiff treffen? Nein. Okay. Also so normale Schiffe nicht, nee. Wir sind einsam und alleine hier draußen. Ganz, ganz einsam und alleine. Okay. Ich finde mich ja schon damit ab. Ja, das hilft nichts, ne? Das hilft nichts. Okay, aber jetzt steuern wir erstmal gezielt auf dieses, ja, Floß, was wir da entdeckt haben, zu. Hey, wie hat dir diese Folge zusammen mit Phil gefallen? Kommentier mir doch ein Smiley mit Sonnenbrille in die Kommentare, wenn du dieses Video bis zu dieser Stelle gesehen hast. Bis dann.